Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Durchtrittsfrequenz und Knickfrequenz gehen, also was der Unterschied ist und wo ich das für brauche, beziehungsweise woher ich ablesen kann, was überhaupt was von beidem ist. Ich würde sagen, deswegen fangen wir erstmal mit den Definitionen an, bevor wir uns anschauen, wo das Ganze im Bode-Diagramm auch ablesbar ist und was ich damit wirklich dann zu tun habe. Genau, dann schauen wir uns erstmal die Durchtrittsfrequenz an, also bei der Durchtrittsfrequenz, wie ist die definiert? Ich lese es vielleicht erstmal kurz oder schreibe es gerade auf. Das ist nämlich die Frequenz, bei der die Amplitude halt auf 1 abgesunken ist, also es ist nochmal anders im Bode-Diagramm, da sind es dann 0 dB, weil 0 dB halt 1 entspricht, aber wichtig ist, dass das einfach nur die Frequenz ist, bei der die Amplitude und dann halt von der x-beliebigen Übertragungsfunktion, offener Kreis, geschlossener Kreis ist hier egal, sondern meistens nimmt man natürlich den offenen Kreis, aber es könnte von jedem Kreis, von jeder Strecke, von jedem Teilsystem einfach die Frequenz sein, bei der dieses Teilsystem die Amplitude auf 1 gesenkt hat. Also Frequenz, bei der die Amplitude auf 1 bzw. auf 0 dB abgefallen ist. Genau. Also was man dann noch sagen kann an der Stelle ist, dass das die Amplitude auch ist, bei der natürlich die Kurve, also die Amplitudenkurve im Bode-Diagramm genau die Stelle trifft, wo der Durchtritt durch Omega ist, bedeutet deswegen auch der Name Durchtrittsfrequenz. Wir haben also unsere Amplitude, die verläuft irgendwo lang und an irgendeiner Stelle haben wir genau diese 0 dB-Kennlinie, da ist ja genau unsere Frequenzachse aufgetragen und wir treten quasi dort durch die Frequenzachse im Bode-Diagramm durch. Bedeutet, wir sehen schon hier, okay, hier haben wir einen wichtigen Punkt, das ist also immer die Durchtrittsfrequenz. Also es ist eigentlich sehr intuitiv. Wenn es dazu trotzdem Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Ansonsten die Knickfrequenz, das ist die Knickfrequenz. Das sehen wir hier schon halt grob eingezeichnet. Das ist die Frequenz, bei der die Anfangsamplitude um minus 3 dB abgefallen ist. Also einfach um die Verstärkung 1 durch Wurzel 2. Das schreibe ich auch mal gerade auf. Also die Frequenz, bei der die Amplitude um 3 dB abgefallen ist, beziehungsweise halt um minus 3 dB gestiegen ist. Also quasi, wenn wir vorher 18 dB Grundfrequenz hatten, also das Startfrequenz, dann der Zeitpunkt, ab dem wir halt auf 15 dB nur noch sind, also 3 dB tiefer. Und vielleicht an der Stelle minus 3 dB, das entspricht halt 1 durch Wurzel 2. Das ist dieser typische charakteristische Faktor, ab dem man halt sagt, okay, jetzt setzt der Moment des Knickens ein. Ab jetzt haben wir diese Steigung von ungefähr minus 20 dB pro Dekade, zum Beispiel bei einer Polstelle. Das heißt, hier haben wir an der Stelle, haben wir eben genau die Knickfrequenz. Ich erkläre es gleich nochmal genauer. Aber man sieht es hier schon, wir haben unsere Startamplitude A0. Das ist diese blaue, ja, wo unsere Kurve quasi herkommt. Und ein bisschen tiefer drunter habe ich geschrieben, A0, also Betrag von A0 minus 3 dB. Und an dieser Stelle, da suchen wir jetzt, okay, wo tritt unsere Kurve da durch? Das passiert genau an diesem Punkt hier. Und dann gehe ich von dort einfach runter und schaue, was meine Knickfrequenz ist. Genau, also einfach nur merken, Durchtrittsfrequenz und Knickfrequenz, die liegen halt an unterschiedlichen Stellen. Es ist nicht das Gleiche. Durchtrittsfrequenz, wie der Name schon sagt, ist die Frequenz, wo wir tatsächlich auch durch die Omega-Achse im Bodendiagramm durchgehen. Also quasi die 0 dB. Linie schneiden und die Knickfrequenz ist einfach die Frequenz, die halt benötigt wird, beziehungsweise ab der wir halt einen Abfall von minus 3 dB zu unserer Startamplitude haben. Genau, wenn sonst dazu noch Fragen gibt, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.